Ja gut, wo könnte Boron sich rumtreiben? Ach, da. Und euch beide? Beim Seelenfluss habe ich Durst. Und wieder gibt es nur brackiges Wasser. Ja, widerlich. Wir wagen hier unser Leben und werden wie Gefangene versorgt. Am liebsten würde ich dem General die faule Brühe in den Rachen schütten. Ja, was sagt die Quest? Durstige Wachen. Die Wachen des linken Ausgangs beschweren sich lautstark über das schlechte Wasser, mit dem sie ihre Wachschicht versorgen. Vielleicht findet ihr ein verlocktes Getränk für sie. Ist die Frage, kann mir der hier noch mehr Traumwein anrühren? Oder gucken wir mal kurz bei den Händlern durch, ob einer Questgegenstände verkauft. Sie verkauft nur einen Mörser. Also noch einen Mörser. Und ja, es gibt verdammt viele Händler. Halt wieder jeweils einen Händler für die Magieschulen, die unterschiedlichen. Oder noch mehr Magiezeugs. Das Gute ist, sie sind alle auf dem Bazar. Sie verkauft Runen. Mhm. Mörser, okay, den brauchen wir gerade nicht. Du auch nichts. Du auch nichts. Du da wahrscheinlich auch nichts, oder? Nö. Okay, das waren alle Händler hier oben. Wie gesagt, am ehesten würde ich denen auch noch mal Traumwein andrehen. Mal fragen, ob er noch welchen herstellt. Ah, ihr erhält diese Stätte mit eurer Gegenwart. Wie steht es mit dem Glauben in dieser Stadt? Oh, es gibt nur einen Gott hier in Empyria. Und das ist der Kaiser. Diese Stadt folgt noch dem alten Glauben des Imperiums der Drachentöter, müsst ihr wissen. Aber Empyria ist eine Stadt der Ungläubigen. Und kaum jemand schert sich um geistliche Dinge. Am wenigsten der Kaiser selbst. Warum jagt man diese Priester nicht von hier fort? Der Kaiser erlaubt uns zu bleiben, solange wir uns an den Tempelbereich halten und ihn respektieren. Wir sind hier Heiler und Berater. Wir kümmern uns um die Armen und Kranken. Wir sind viel zu nützlich, als dass der Kaiser uns vertreiben würde. Welche Priester findet man hier? Es gibt natürlich Tempel Aonias und Tiaras. Ereon, Shanna und Hirin haben ebenfalls Schreine. Sogar Zerbo hat einen Priester hier. Eine Gruppe Elfen predigt für Elen und einige Zwerge singen für Nidhalf. Ihr seht, alle der Wächtergötter sind vertreten. Es gibt auch Gerüchte über einen geheimen Schrein der Renegaten irgendwo in der Nähe. Aber niemand betet hier offen Noor und Zarach an. Erzählt mir mehr über die Götter. Mein liebstes Tagewerk. Über wen soll ich euch berichten? Ja, holen wir uns mal wieder ein bisschen Background-Story.
Erzählt von den Wächtern. Sie sind die Bewahrer unserer Welt. Sie sind das Geschlecht Aonirs, der unsere Welt geschaffen hat. Er ließ sie hier zurück, auf dass sie die Welt vor dunklen Geschöpfen aus der großen Sternenweite beschützen sollten. Aber er verbot ihnen, das Werk seiner Schöpfung zu verändern. Die Völker sollten selbst ihr Leben bestimmen, ob zum Guten oder zum Schlechten. Über welchen der Wächter soll ich erzählen? Aonir. Aonir kam als Wanderer zu unserer Welt, die von den Mächten der Urelemente in sinnlosem Wettstreit in ein Schlachtfeld verwandelt worden war. Er warf die Elemente nieder, zwang sie unter seinen Bann. Dann schuf er festen Boden aus der brodelnden See und säte den Keim des Lebens darauf. Aber er sah, dass er nicht bleiben konnte. So riss er einen scharfen Fels aus dem Land und stach ihn sich in die Seite. Sein Sternenblut fiel herab und bildete die Gottsteine, die seitdem den Bann über die Elemente aufrechterhalten. Er rief seine Kinder über die Sternensee herbei und befahl ihnen, über sein Werk zu wachen, während er Rast an fernen Gestaden suchte. Doch er verbot ihnen, seine Schöpfung zu verändern. Denn die Völker sollten ihr Leben selbst bestimmen. Dann verschwand er über die Sternensee. Und von da an bewachten seine Kinder unsere Welt vor allen Übeln, die aus dem endlosen Abgrund der Sterne nach uns greifen mögen. Man nennt ihn auch Gottvater, den Bezwinger der Urelemente, den Reisenden über den Abgrund oder den Gott der Sterne. Sein Zeichen ist das Auge oder die Hand, manchmal auch ein Schiff über dem Sternengrund. Ja, der Gottvater, der diese Welt erschaffen hat. Warum auch immer Nidhalf weiß ist, da ist irgendein bisschen buggy, glaube ich. Tiara. Aonir sprach, Tiara, ältestes meiner Kinder, dein Heim soll die Sonnenscheibe sein und dein flammender Tanz wird dem Leben das Licht und die Wärme geben, ohne die es vergeht, mögest du nie ermüden. Sie ist die Göttin der Sonne und der Stärke. Die tanzende Flamme, die Himmelswächterin, auch die Goldene oder die Strahlende genannt. Sie gibt uns Hoffnung, innere Kraft, Lebensfreude und Leidenschaft. Ihr Zeichen ist die goldgeschmückte Tänzerin, die Sonne oder ein goldener Kreis. Viele Krieger der Menschen beten sie an. Hirin. Aonir sprach, Hirin, du wirst der Bote sein, der ihnen Gutes und Schlechtes bringt. Die Seelen der Sterbenden sollst du in die Hallen des Todes geleiten und die der Geborenen in das Leben. Schlaf, Tod und Traum, aber auch Glück und Gesundheit werden deine Waren sein. Mögen sie dich fürchten und lieben zugleich. Hirin, der Reiter, ist der Bote und auch der Vollstrecker der Wächter. Er steht für Wind und Sturm, für den Lauf der Zeit und die Vergänglichkeit, aber auch für die Freiheit. Man nennt ihn auch Seelenträger, Traumbote, Schlafbringer oder Nachtmar. Seine Zeichen sind der einsame Reiter, die Sanduhr, ein Rapphengst, der Wolf oder der Falke. Okay. Ja, die Greifenreiter, also die Titanen der Menschen, beten ja alle hierin an. Shanna. Aonir sprach, Shanna, meine Tochter, du wirst dieser Welt Güte und Sanftmut verleihen, denn in Heim und Familie wird deine ruhige Hand ihnen den Weg weisen. Zeige ihnen die Freuden des Lebens, der Arbeit und des Beisammenseins. Shanna, die Weberin, steht für das Handwerk, die Familie, Heilung und Sanftheit. Sie ist die Göttin der Bauern und Arbeiter. So wie Tiara für die Leidenschaft steht, steht Shanna für die ruhige und besonnene Seite der Liebe. Man nennt sie auch die Mutter, die Gütige oder die sanfte Hand. Ihre Zeichen sind die Frau am Webstuhl, die Eiche, eine graue Katze oder die Taube. Mhm. Elen. Aonir sprach, Tochter Elen, wandle über das Land und schaue auf die Kraft des Lebens.
Wache über den Reichtum der Natur, die Pflanzen und Wesen der Wälder. Gib ihnen das Wasser, welches sie zum Leben brauchen, und sei ihnen Freund und Beschützer. Elen, die Einsame, ist die Göttin der Elfen. Sie steht für die Natur, die Gewässer, den Nebel, aber auch für Rätsel und Weisheit. Man nennt sie auch Nebelweberin oder Regenfrau. Ihre Zeichen sind die einsame Frau am Wasser, die Eibe, eine weiße Wölfin oder die Eule. Nithalf. Aonir sprach: Nithalf, deine Stärke soll sie formen und härten. Du wirst ihnen die Kraft verleihen, zu überleben. Denn diese Welt wird nicht ohne Gefahren sein. Im Innern der Erde sollst du in deiner Schmiede ihre Seelen formen und ihnen Mut und Wahrhaftigkeit, Willenskraft und Stärke geben. Die Zwerge singen zu Nithalf, dem Schmied, in ihren steinernen Hallen. Aber auch viele Krieger der anderen Völker rufen ihn an, denn er steht für Härte, Stärke, Mut und Kriegskunst. Man nennt ihn auch den Weltschmied, den Rufer und Former oder den Meister der ewigen Esse. Seine Zeichen sind der gepanzerte Krieger, Hammer und Amboss, der Bär, Mondsilber und Stahl sowie der Adler. Zerbo. Aonir sprach: Doch werden da auch diejenigen sein, die schwach oder wankelmütig sind und deren Leben nicht dem Weg der Wahrhaftigkeit folgt. Auch sie sollen einen Fürsprecher haben, und dieser wirst du sein, Zerbo. Deine List und Gewandtheit möge ihnen Hilfe und Beispiel sein. Zerbo, der Fiedler, ist der Gott der Diebe, aber auch der Händler, denn er steht für Gerissenheit, Täuschung und Geschick, was in beiden Handwerken wichtig ist. Seine Anhänger nennen ihn auch Lumpenfürst, Gaukler im Spiegel oder den schlohweißen Narren. Seine Zeichen sind der Fiedler, der Fechter, ein schwarzer Kater, der weißhaarige Narr oder die Krähe. Erion. Aonir sprach: Und zuletzt wirst du, Erion, Bewahrer ihres Wissens sein, denn Wissenschaft, Forschung und Magie schenken den Völkern eine bessere Zukunft. All ihr Wissen und Schaffen sollst du in einem Buche festhalten, auf das ich am Ende der Zeit die Geschichte meines Werkes erfahren kann. Fast alle Magier waren früher Anhänger Ereons, bis der Zirkel die Magie verdarb. Ich habe das Gefühl, eure Geschichte hat schon einen festen Platz in seinem Buche, Freund. Man nennt den Schreiber auch den Gerechten, den Bewahrer des Arkanen oder den Meister des einen Buches. Seine Zeichen sind der Schreiber, der Federkiel, das Buch mit dem Schwert, eine Waage, ein Mann in grauer Robe oder der Rabe. Ja, okay, das waren die Wächtergötter. Lasst gut sein. Dann mal zu den Renegaten. Erzählt von den Renegaten. Einst waren sie Wächter, denn auch sie sind Kinder Aonirs. Doch sie verachteten die Gesetze ihres Vaters. Sie begannen, die Welt nach ihrem Gutdünken zu verändern, schufen Völker und Länder, wie es ihnen gefiel. Sie trachteten nach Herrschaft und Verehrung. Doch die Wächter griffen schließlich ein und vertrieben sie von unserer Welt. Über welchen der Renegaten soll ich euch berichten? Zarach. Aonir sprach: Ulm, du sollst Bewahrer der Vielfalt und des Wechsels sein. Denn nichts soll ewig währen und Veränderung wird das Antlitz dieser Welt bestimmen. Deine Kraft möge den Blumen ihre Farben geben und den Kreaturen ihre Vielfalt. Doch Ulm war zornig, denn niemand liebte oder verehrte ihn. Er blieb der ungerufene Gott, allgegenwärtig, aber unbemerkt. Sein Zorn darüber wurde schließlich so groß, dass er sich zu verändern begann. Aus dem wundervollen, vielfarbigen Baum, in dem er wohnte, wurde eine verzerrte, schwarze Klaue aus eisenharten Ästen.
Er beschloss, dass die Welt sich ihm zum Wohlgefallen verändern sollte. Dass es seine Aufgabe war, das Alte hinfortzufegen und das Neue ihm Gefällige zu schaffen. Da niemand ihn anbeten wollte, entführte er Wesen der Völker in den dunklen Dschungel von Xu und quälte und verzerrte sie dort, bis sie seinen Wünschen entsprachen.